kommenden Master Modes bringen große Änderungen und Neuerungen ins Verse, was gleichzeitig bedeutet, dass wir diese vielfältigen Anpassungen in unser tägliches Spiel integrieren werden und meistern müssen. Denn Star Citizen ist zwar sehr, sehr komplex, aber kein Hexenwerk. Solltest du dich also für Informationen und Zusammenfassungen rund um die Star Citizen Alpha interessieren, dann lass gerne ein Abo mit Glocke da. Wie wir in der Inside Star Citizen Episode vom 22.02.24 erfahren, müssen für das Unterfangen über 200 Schiffe und Fahrzeuge angepasst werden. Aber was sind die Master Modes? Die Master Modes sind Anpassungen, die das Kampferlebnis im Spiel verändern. Somit bekommen wir einen Modus für Kämpfe und einen Modus für das Fliegen von Ort zu Ort. Damit zusammenhängend eine Überarbeitung des Flug- und Kampfsystems, um im Wesentlichen viele der Probleme zu lösen, die bisher mit dem Kampferlebnis bestanden. Mit den Master Modes kann also unter anderem entschieden werden, ob man im Kampfmodus ist oder sich im Transit befindet, durch den man aber auch so schnell wie möglich aus einer Situation herauskommen können soll. Nicht nur, dass die Master Modes den Kampf spannender und cinematischer machen sollen, sie sorgen dafür, dass die Schiffe die ihnen zugedachten Rollen erfüllen. Damit dies von den Entwicklern umgesetzt werden kann, bekommt jedes einzelne Schiff einen Archetypen zugeordnet, also eine Art Grundbau für dessen Rolle. Ein typischer Archetyp ist zum Beispiel ein schneller Jäger, sehr klein, sehr beweglich, aber er kann nicht viel Schaden austeilen und auch nicht viel Schaden einstecken. Ein leichter Jäger ist sehr wendig, hat eine anständige Bewaffnung und ist im Wesentlichen auf Wendigkeit ausgelegt. Ein mittlerer Jäger ist ziemlich beweglich für seine Größe, hat aber viel mehr offensive Feuerkraft. Ein schwerer Jäger manövriert nicht gut, aber wenn du vor ihm bist, kannst du sehr, sehr schnell das Zeitliche segnen. Basierend auf dem Schiff und dem Zweck des Schiffes gibt es jedoch auch Variationen davon. Die Interceptor-Variante ist eine. Das ist eine Variante mit Justierungen, die auf jeden dieser Archetypen angewendet werden kann. Das bedeutet, dass dieses Schiff dann die Wendigkeit gegen Geschwindigkeit eintauscht. Mit Wendigkeit oder beziehungsweise Agilität sind die Rotationsrate und Seitwärtsbewegungen gemeint. In diesem Falle wird das Schiff immens schnell vorwärts fliegen können, aber Einbußen bei der Wendigkeit erleiden. Die Master Modes werden sich bei Rennraumschiffen so auswirken, dass wir das richtige Schiff für die jeweils ausgesuchte Strecke werden wählen müssen. Am Ende des Spektrums sind die Jagdbomber-Tunings. Das bedeutet, dass Wendigkeit gegen Haltbarkeit getauscht wird. Aber auch bei Schiffen der Constellation-Größe oder wie bei dem Anti-Jäger-Schiff der Hammerhead oder bei Fregatten wie der 890 oder Carrack kommen selbstverständlich Justierungen und Variationen zum Einsatz basierend auf der Marke und dem Einsatzgebiet des Schiffs. Das Hauptziel ist, dass diese Archetypen nur Referenzrahmen für die Art der Anpassung sind. Das bedeutet nicht, dass jedes Schiff, das im Verse ist, zu einem spezifischen Archetyp passt. Somit gibt es Schiffe, die dazwischen liegen, zum Beispiel die Saber, die weder ein mittlerer noch ein leichter Jäger ist. Sie liegt also irgendwo dazwischen. Die Cutlass hält nicht so viel aus wie ein schwerer Jäger, hat aber das Geschütz eines schweren Jägers. Nicht alles passt in eine Schublade und es wäre sehr langweilig, wenn es so wäre. Das Präzisions-Aiming ist eine neue Möglichkeit, auf bestimmte Teile des Schiffs zu zielen. Hier bekommt man den Vollbildzoom eines Ziels, bei dem es möglich ist, bestimmte Komponenten des Schiffs zu markieren. Es handelt sich um eine umfangreiche Überarbeitung des gesamten Zielsystems mit dem Ziel, auch die Probleme zu lösen, die in der Vergangenheit beim Aiming bestanden. Da die Master Modes alles näher zusammenbringen, wir also im Kampfgeschehen auch viel näher an unseren Gegnern dran sind, muss damit zusammenhängend auch sichergestellt werden, dass die Waffengeschwindigkeit angepasst werden, was unter anderem mit der Reduzierung der Feuerrate und der Verringerung der Streuung einhergeht. Gute Beispiele dafür sind, wenn ein Schiff aus großer Entfernung beschossen werden soll und man sicherstellen will, dass die Schüsse auch treffen. Ein noch besseres Beispiel ist, wenn man einen leichten Jäger hat und einem größeren Schiff helfen will. Mit dem Jäger wird man das Schiff nicht alleine zerstören können, aber man kann anderen Spielern helfen, indem man zum Beispiel die Geschütze mit ballistischen Kanonen außer Gefecht setzt oder die Subsysteme des Schiffs angreift. Auch bei den Waffen wird mit grundlegenden Archetypen gearbeitet, von denen es drei geben wird. Die Anti-Jäger-Waffen, die eine höhere Feuerrate und eine höhere Geschwindigkeit haben. Die Anti-Material-Waffen, welche beispielsweise für den Kampf gegen eine Hammerhead Sinn machen, denn sie haben den höchsten Schaden aller Waffen und sind so konzipiert, dass sie gegen weniger bewegliche Schiffe eingesetzt werden. Zuletzt kommen die unspezialisierten Waffen, die zwischen den Anti-Jägern und den Anti-Material-Waffen liegen. Somit haben wir künftig die Wahl zwischen dem grundsätzlichen Beschießen oder dem präzisen Beschießen von Komponenten im Präzisionsmodus. Die Entwickler sind mit den Ergebnissen bisher sehr zufrieden und haben einen massiven Unterschied in der Art und Weise gesehen, wie der Kampf funktioniert und was die Spieler tatsächlich im Kampf tun. Das nächste große Ding ist die Entfernung des sogenannten Minus-One-Systems.
Bisher, und so kennen wir das aktuell, muss man also alle Waffen, die man an einem Gimbal anbringen will, um eine Waffengröße reduzieren. Auf einen Size 3 Slot passt also ein Size 3 Gimbal, aber auf den Size 3 Gimbal nur eine Size 2 Waffe. Nach vielen Tests möchte man dieses System aber nicht mehr weiter behalten. Also wirst du in Zukunft bei einem Size 3 Gimbal auch eine Size 3 Waffe anbringen können. Aber man geht sogar noch weiter damit, denn ab der 323 und darüber hinaus wird man keine fixierten Waffen mehr einbauen können. Ausnahmen werden jedoch zum Beispiel die Idris oder die Ion sein. Zusätzlich werden alle Türme jedoch Gimbals erhalten, denn das ist eine Anforderung, die aufgrund der Implementierung des Präzisionsmodus entsteht. Dadurch ergibt sich ein automatischer Gimbal-Modus, der ausschließlich für Türme verfügbar sein wird. Piloten werden immer noch in der Lage sein, ihre Waffen manuell zu gimbeln, entweder indem sie sie an ihre Steuerung binden oder indem sie sich umsehen, aber nur Türme werden das automatische Gimbal-System verwenden können, weil Türme sehr, sehr gefährlich sein sollen. Allerdings wird der automatische Gimbal-Modus, weil er auch im assistierten Modus ist, mit einer Verringerung der Feuerrate einhergehen, um die Dinge fair zu halten. Was im Moment wahrgenommen wird, dass die Geschwaderkämpfe gut ankommen, aber die Spieler zum Teil noch nicht zufrieden mit dem 1 gegen 1 im Kampfgeschehen sind, was ein Bereich zeigt, bei dem sich noch einiges tun wird. Mit den Master Modes kommen also viele Neuerungen mit sich und der Kampf rückt näher, was die Immersion steigert und was visuell ebenfalls einen Mehrwert bedeutet. Nicht alles, was in der 3.23 sein wird, kann bereits im Arena Commander in den aktuellen Master Modes Tests eingesehen werden. Es gibt noch viel mehr Dinge, die kommen, insbesondere zur Waffenhandhabung, wie man Kondensatoren verwendet und so weiter. Insgesamt, basierend auf dem Feedback, was man bisher bekommen hat, ist man ziemlich zuversichtlich, dass man auf dem richtigen Weg sei. Die Entwickler bitten um ein ehrliches Feedback, was den Spielern gefällt und was ihnen nicht gefällt, damit sie dies in ihre Arbeit einfließen lassen können. Egal ob die Änderungen im Gimbal-Bereich, der Kampf- oder schnellere Flugmodus, die Archetypen und ihre Varianten oder der Präzisionsmodus, was denkst du über die vorgestellten Anpassungen? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Jetzt am Sonntag wird die Zeus im Stream verlost. Schau also gern über den Link in der Videobeschreibung auf Twitch vorbei und lass dort ein Follow da, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir online gehen. Und solltest du Mitspieler suchen, dann findest du dort auch einen Link zum Hexenwerk-Discord. Egal ob Einsteiger oder Profi, dort findest du weiteres Entertainment rund um Star Citizen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, dann lass gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Hex, Hex.